Im Herzen von Norwegen verbirgt sich ein dunkles Geheimnis, das in den Schatten der Geschichte geworfen wurde. Es war Winter, der See war gefroren. Fluberg, ein verschlafenes Dorf, wurde plötzlich zu einer Szene des Verbrechens. Die Opfer, insgesamt 8, wurden grausam mit einer Axt ermordet. Die Gemeinschaft war verängstigt und verunsichert. Wer war der Mörder? Dann zeigten sich Hinweise. Ein Name wurde geflüstert, der einem Schauer über den Rücken jagte. Nils Narums Eie. Nils, ein Mann, den man kannte und doch nicht kannte. Ein Wolf im Schafspelz, ein Serienmörder. Bis heute hallen die Echos seiner Taten nach. Sie sind Teil der dunklen Geschichte Norwegens, die wir heute aufdecken. Begleite mich auf dieser Reise in die Vergangenheit. Tauche ein in die mörderischen Pfade der norwegischen Geschichte. Ich sende wieder einmal aus dem verschneiten Norwegen. Heute möchte ich von einem Fall berichten, der sich 1833 in unmittelbarer Nähe zugetragen hat. Nils Narums Eie. Einer der berüchtigsten Serientäter, der in Fluberg am schönen Randsfjorden sein Unwesen getrieben hat. Noch heute kann man im Landsmuseum in Dokka das Haus besichtigen, in welchem er bis zu seiner Hinrichtung eingesperrt war. Als Quelle hat mir der Artikel von Ben Tanstad gedient, publiziert am 19. April 2019. Außerdem das Randsfjord-Museum, in welchem ich eine Führung gemacht hatte, sowie die Erzählungen Ortsansässiger. Die komplette Quellenangabe findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß beim Zuhören! Der Henkersmann, der aus der Kälte kam, der zum Tode Verurteilte, hat seinen Kopf auf den Block gelegt. Hinter ihm steht der alternde Henker mit erhobener Axt. Seine Hände zittern deutlich. Über 2000 Menschen stehen ganz still, während der Priester das Vaterunser liest. Die milde Septemberluft vibriert vor Spannung. Dann schlägt der Henker zu. Es wird eine blutige Vorstellung. Der Henker trifft nicht richtig mit seinen zitternden Händen. Ein Aufschrei geht durch die Menschenmenge. Er versucht es erneut mit dem gleichen Ergebnis. Mehrere Zuschauer verlieren das Bewusstsein. Andere wenden sich mit Abscheu ab. Dann versucht er es zum dritten Mal, trifft aber immer noch nicht richtig. Erst nach dem vierten Hieb gelingt es ihm, aber nur knapp. Erst nach dem vierten Hieb mit anschließendem Abschlagen des Kopfes mit der Axt gelang es, den Kopf vom Körper zu trennen. Der dann dem brennenden Scheiterhaufen übergeben wurde, stand es in einer Zeitung, einige Tage nach der Hinrichtung. So endete das Leben von Nils Nielsen Narumsbakken, einem 25-jährigen Vater von Kleinkindern, auch bekannt als Narums Eie. Er war der schlimmste Massenmörder in der norwegischen Geschichte seit der Wikingerzeit. Die Erinnerung an Narumsbakken, oder Mörder Nils, wie er lokal genannt wird, ist immer noch lebendig in den Dörfern entlang des Randsfjords. Wenn man so wie ich hierher nach Norwegen in das kleine Dorf Dokka zieht, ist dies eine der ersten Geschichten, die man erzählt bekommt. Ich erzähle diese Geschichte jetzt euch. Draußen heult ein Sturm. Ich sitze mit dicken Socken und einer Decke vor einem gemütlichen Feuer am Ofen und erzähle euch die Geschichte vom Mörder Nils. Der Mörder Nils kam aus der Kälte, um sich zu rächen und nach einer Taschenuhr zu suchen. Nils hatte keinen guten Ruf in seiner Heimatstadt. Die Leute nannten ihn rachsüchtig und einen Dieb. Die Dorfbewohner glaubten, dass er sowohl in Rache als auch im Diebstahl gut ausgebildet war, und das verdankte er seiner Mutter, die auch keinen guten Ruf hatte. Moderne Wohnhäuser haben heute die Höfe, welche früher dort standen, ersetzt. Der Ort liegt malerisch mit Blick auf den Randsfjord, dem viertgrößten See in Norwegen. Es ist schwer vorstellbar, dass dies der Schauplatz eines der schlimmsten Verbrechen in der norwegischen Geschichte ist. Ich wohne etwas oberhalb des Randsfjordens und kann hinuntersehen, wo der Fjord malerisch eingebettet im Tal liegt. Von der Straße aus blicken wir in ein verschneites Waldgebiet. 3 bis 4 Meter in den Wald hinein gibt es eine Grube oder eine Senke im Boden. Genau dort stand der Hof von Kanten. Es gibt immer noch Reste der Mauern an der Stelle. In einem Artikel, den ich gefunden habe, steht, dass der jetzige Besitzer dort ein wenig gegraben hat und dabei Knochenreste fand.
Ich gehe davon aus, dass die Knochenreste der Mordopfer in geweihter Erde begraben wurden. Aber es besteht Grund zu der Annahme, dass die Leiche von Nils Narums Backen dort auf den Überresten des Hofes verbrannt wurde. Er wurde nie beerdigt. Also könnten die Knochenreste, die man dort gefunden hat, von ihm stammen. Genauso könnten es aber auch Reste von Tieren sein. Pfarrer Hermann Meldahl in Fluberg verstarb im Herbst 1833. Als das sogenannte Gnadenjahr für die Witwe im nächsten Herbst vorbei war und sie aus dem Pfarrhaus ziehen musste, wurde eine Auktion über ihren Besitz abgehalten. Wie üblich bei Auktionen zu dieser Zeit gab es reichlich Bier und Schnaps. Und wie es oft der Fall ist, wenn Alkohol im Spiel ist, gibt es einige, die zu viel trinken. Einer von ihnen war der Hüttenmann Nils Rotneseil. Als er am Tag nach der Auktion aus dem Rausch erwachte, hatte er nicht mehr seine wertvolle, doppelt verschlossene Silbertaschenuhr bei sich. Es gab Gerüchte im Dorf, dass Nils Nielsen Narums Backen die Taschenuhr genommen hatte. Da Narums Backen Soldat war, wurde der Diebstahl dem Oberst des Landes gemeldet. Lars Ostensen Rotnes vom Hof Kanten zeigte großes Interesse daran, den Behörden bei der Suche nach der Uhr zu helfen. Der Autor Torgrim Sornes, der in seinem Buch Onskap-Fälle wie diesen behandelt, die mit der Todesstrafe endeten, bezeichnet Rotnes als den selbsternannten Sherlock Holmes des Randsfjords. Er soll ungewöhnlich eifrig im Dienst gewesen sein und fand die Uhr. In der düsteren Nacht auf dem Gehöft Kanten lastet das unheilvolle Geheimnis einer gestohlenen Taschenuhr. Der schattenhafte Nils Nielsen Narums Backen hatte die Uhr an einen anderen Mann im Dorf verkauft oder getauscht. Es dauerte nicht lange, bis der Hüttendetektiv Lars Rotnes den Fall gelöst hatte. Lars Rotnes lebte mit seiner Frau und drei Kindern auf Kanten, aber er hatte auch mindestens zwei Kinder außerhalb der Ehe. Der arme 40-Jährige hatte genug finanzielle Sorgen. Vielleicht war es die Hoffnung auf Belohnung, die ihn so eifrig im Dienst sein ließ. Jedenfalls wurde ihm der Auftrag erteilt, die Taschenuhr aufzubewahren, bis der Fall gegen Narums Backen verhandelt wurde. Die Taschenuhr lastete schwer auf Nils Nielsen Narums Backen. Er hatte bereits mehrere Diebstähle begangen und wenn er dieses Mal verurteilt würde, erwartete ihn eine lange Haft hinter Gefängnismauern. Wie sollte er sich an dem Amateurdetektiv rächen und gleichzeitig die Taschenuhr zurückbekommen? Zwischen Nils Narums Backen und Lars Rotnes soll es schon vor dem Vorfall mit der Taschenuhr eine schräge Beziehung gegeben haben. Jetzt eskalierte die Feindschaft und für Narums Backen entwickelte sie sich zu blindem Hass. Dieser Hass überdeckt nun alles im Leben des Hüttenmannes auf Narums Backen. Das Einzige, woran er denkt, ist Rache. Und wie er verhindern kann, dass die Taschenuhr als Beweismittel in einem Gerichtsverfahren endet, das ihn ins Gefängnis bringen könnte. Auf dem Gehöft Kanten lebten 8 Menschen, 4 Erwachsene und 4 Kinder. Darunter Lars Ostensen Rotnes, seine Frau Ellen Marie und ihre 3 Kinder Ole Andreas 5, Marie 2 und Karen 3 Monate. Sie waren eine sogenannte Untermieterfamilie, die sich bei der eigentlichen Familie eingemietet hatte. In Nils Kopf formte sich ein teuflischer Plan, der viele Menschen in den Tod führen sollte. Die eigentliche Familie auf Kanten bestand aus dem Großvater Peder Mikkelsen und seiner Frau Inga Maria. Sie waren kinderlos, hatten aber ein fast 10 Jahre altes Mädchen von der anderen Seite des Randsfjords bei sich. Helen war so etwas wie ein Pflegekind. Die Untermieterfamilie hatte einen noch niedrigeren sozialen Status als die eigentliche Familie. Gegen 22 Uhr am 21. Januar waren die meisten auf Kanten bereits zur Nachtruhe gegangen. Auf dem Land legte man sich früh schlafen. Nur die Mutter von den Kleinkindern, Ellen Marie, war noch wach. Plötzlich hörte sie das Knirschen im Schnee vor dem Haus und ein Mann betrat, ohne zu klopfen, die Tür. Der Mann stand mit heruntergezogener Mütze an der Tür. Sie konnte nicht erkennen, wer es war. Sie bot ihm an, hereinzukommen und sich aufzuwärmen, aber der Mann antwortete nicht. Sie fragte, woher er kam. Er antwortete, dass er über das Eis von der anderen Seite des Randsfjords gekommen sei. Nach einer Weile ging er weg,
Dabei murmelte er etwas Unverständliches. Jetzt war auch Lars Rotnes aufgewacht. Er fragte sich, wer da drinnen war, und laut dem Autor Per Hole in dem Buch »Die Ente Pascafottet« kommt es zu folgendem Austausch zwischen dem Ehepaar. »Wer war das? Ich glaube, das war Nils Narumsbacken. Oh, wirklich? Glaubst du das? War es dieser Schurke, der nicht in guter Absicht kam?« Das Ehepaar erzählt mehreren Nachbarn davon am nächsten Tag. In finsterer Nacht kehrt Nils Narumsbacken zwei Abende später nach Kanten zurück. Unter seinem Mantel verbirgt er eine Axt, die er von seinem Bruder geliehen hat. Bevor er nach Kanten geht, besucht er schnell die Hüttenstelle Lovlin am Wegesrand. Es ist unklar, warum er dort vorbeigeht. Um 22 Uhr sind alle in Kanten zur Ruhe gegangen. Narumsbacken schaut durch das Küchenfenster und stellt fest, dass alle im Bett liegen. Er prüft die Tür und sie ist unverschlossen. Der mysteriöse Besuch zwei Abende zuvor hat sie nicht dazu gebracht, die Tür abzuschließen. Er schleicht sich über den Boden, wo er weiß, dass Lars Rotnes und seine Frau liegen. Er hebt die Axt und trifft seinen Erzfeind mit einem kräftigen Hieb auf den Kopf. Über was danach genau passiert, gibt es verschiedene Versionen, aber laut Gerichtsprotokoll wird Rotnes nur vom Schlag benommen und schafft es aufzustehen. Narumsbacken sieht, wie Lars Rotnes, barfuß und fast nackt mit Blut im Gesicht, aus der Tür flieht und in den Schnee stürzt. Voller Angst und Schock läuft er verzweifelt durch den tiefen Schnee hinunter zum Randsfjord. Der jüngere und agilere Nils Narumsbacken holt ihn aber ein. Es kommt zu einem lebensgefährlichen Kampf im Schnee. Lars versucht verzweifelt, die Axt zu ergreifen, aber er kann den Angreifer nicht überlisten. Der Mörder lässt Rotnes im Schnee liegen und kehrt zurück zum Haus. Drinnen schaut er in das Bett des älteren Ehepaars. Peter ist weg. Hat er es geschafft zu entkommen? Narumsbacken findet ihn weder in der Küche noch im Wohnzimmer. Er zündet ein Streichholz an, um Licht zu machen, und geht weiter in die Kammer, ein Zimmer neben der Küche. Es dauert nicht lange, bis er Peter sieht. Er sitzt zusammengekauert in einer Ecke, voller Angst. Er fleht um sein Leben, aber bei Nils Narumsbacken gibt es kein Erbarmen. Die Antwort ist ein tödlicher Schlag mit der Axt auf den Kopf. Die beiden Frauen liegen noch in ihren Betten, vollkommen geschockt. Narumsbacken schlägt zuerst die jüngere Ellen-Marie. Dann geht er auf die andere Seite des Raumes, wo die 70-jährige Inga-Maria weint und um ihr Leben fleht. Der Rächer aus Narumsbacken antwortet mit einem gezielten Schlag mit der Axt auf den Kopf. Nun sind die vier Erwachsenen tot und die Zeit ist gekommen für die Kinder. Die beiden jüngsten Kinder von Lars und Ellen-Marie, Mari mit 2,5 Jahren und Karin mit 3 Monaten, liegen im gleichen Bett wie ihre Eltern. Bald hat der Mörder auch ihr Leben auf dem Gewissen. Er geht weiter zu einer Liegebank in der Küche. Dort liegt der 5,5 Jahre alte Ole Andreas. Er teilt sich das Bett mit Helene, die bald 10 Jahre alt ist, aber sie ist nicht im Bett. Der kleine Junge ist ein einfaches Opfer für den großgewachsenen Hüttenmann. So bleibt nur noch das 10-jährige Mädchen, Helene, das Pflegekind. Er findet sie schnell, es gibt nicht viele Orte, um sich in der Küche zu verstecken. Das ängstliche Kind sieht den Mörder mit großen, tränenreichen Augen an. Laut dem Buch »Die Ente Pascafottet« wird Folgendes zwischen den beiden gesagt. »Ich kenne dich, Nils«, sagt das Mädchen zu ihm. »Du kennst mich nicht«, sagt er zu dem Mädchen. »Oh ja, ich kenne dich, Nils«, antwortet sie. Es geht die Geschichte im Dorf, dass Narumsbacken eigentlich die kleine Helene verschonen wollte. Aber er hat seine Meinung geändert, als sie sagte, dass sie ihn erkannte. Dann erhebt er die Axt auch gegen sie, das 8. Opfer auf dem Hof Kanten. Sein Plan ist es, das Massaker wie einen Unfall aussehen zu lassen. Der Mörder versichert sich, dass alle im Haus tot sind. Dann geht er in den Schnee und holt die Leiche von Lars Rotnes, den Mann, den er über alles hasst. Er wirft den Toten auf das Bett, auf dem die Frau und die beiden jüngsten Kinder tot liegen. Das Feuer im Kamin brennt immer noch. Die Flammen erzeugen vielleicht ein gespenstisches Licht in der Küche,
Die Bewegungen des sterbenden Feuers werfen Schatten an die Wand. Nils Narumsbacken hat einen Plan zu befolgen. Er muss die Spuren des Kampfes mit Lars Rotnes auf dem Feld vor dem Haus verwischen. Er bricht einen Birkenzweig ab und fegt Schnee über die Blutspuren. Er nimmt, was er in der mondlosen Nacht sehen kann. Hoffentlich kommt bald mehr Schnee, hofft er. Es ist Mitternacht vorbei und der 24. Januar ist Nils Narumsbackens 25. Geburtstag. Zu Hause auf seinem Hof hat er eine Frau und ein kleines Mädchen von etwa einem Jahr. Auch seine Eltern leben auf dem Anwesen. Er hat auch ein außereheliches Kind mit einem Mädchen aus dem Dorf. Er denkt wohl nicht an seinen Geburtstag. Jetzt geht es darum, die Taschenuhr zu finden. Er sucht überall, im Haus und im Schuppen, aber die Uhr findet er nicht. Er gibt die Suche auf, schnappt sich jedoch, was er an Wertsachen und Bargeld findet, bevor er zum nächsten Schritt in seinem Plan übergeht, das alte Blockhaus anzuzünden. Nils Narumsbacken hat seinen Plan durchgeführt. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Es sind 5 Kilometer von Kanten nach Narumsbacken. Laut dem Lokalhistoriker Terje Nordrak wurde im Dorf erzählt, dass er rückwärts in seinen eigenen Spuren ging, bis er auf die Hauptstraße kam. Die Flammen haben die trockenen Holzwände fest im Griff. Bald wird alles niedergebrannt sein und es wird wie ein Unfall aussehen. Nils ist müde, als er nach Hause kommt. Er geht in den Stall und versteckt die gestohlenen Güter, bevor er in das Haus geht. Hier wäscht er sich gründlich, bevor er seine Frau weckt und sie bittet, Essen vorzubereiten. Bevor er sich hinlegt, verlangt er, dass sowohl seine Frau als auch die Mutter, wenn sie gefragt werden, sagen sollen, dass er gestern Abend und heute Nacht zu Hause war. Um 4:30 morgens werden die Leute auf dem Hof Rotnes von einem hellen Lichtschein geweckt. Es gibt große Aufregung, als sie Flammen und Rauch über den Tannenspitzen zwischen dem Hof und der Hüttenstelle aufsteigen sehen. Es besteht kein Zweifel, dass es auf Kanten brennt. Die Erwachsenen im Haus ziehen sich schnell an und eilen zur Hüttenstelle hinunter. Die Flammen stehen hoch. Das Feuer hat bereits festen Griff, besonders aus dem Fenster der Kammer und aus dem Dachfenster lodert es. Die Eingangstür lässt sich nicht öffnen. Sie zerbrechen ein Fenster, rufen nach Lars und Peter, aber niemand antwortet. Sie versuchen verzweifelt, das Feuer zu löschen, müssen aber aufgeben. Das Haus steht in Flammen. Es kommen Leute von den benachbarten Höfen, aber es gibt wenig, was sie tun können. Es sieht eine Weile so aus, als ob auch das Nebengebäude in Flammen aufgehen würde. Also beginnen die Nachbarn damit, es zu leeren. Danach sprechen sie leise miteinander. Sie gehen davon aus, dass alle 8 Menschen im Haus während des Brandes ums Leben gekommen sind, aber es ist merkwürdig, dass niemand herausgekommen ist. Schließlich standen mehrere Betten nicht weit von den Fenstern entfernt und alle schliefen im Erdgeschoss. Als die Nachbarn Kanten am Morgen verlassen, sind sie sich sicher, dass es sich um eine Brandkatastrophe als Folge eines Unfalls handelt. Niemand denkt daran, dass das brennende Inferno das Ergebnis eines verzweifelten Racheaktes und der Jagd nach einer Taschenuhr sein könnte. Unter dem Schnee im Wald liegen immer noch die Überreste der Hüttenstelle Kanten. Das Haus wurde nach dem Massaker und dem Brand nie wieder aufgebaut. Nils Nielsen Narumsbacken wacht am Vormittag auf und benimmt sich wie gewohnt. Laut Gerichtsunterlagen blieb er an diesem Tag zu Hause. Früh am Abend kommt ein junges Mädchen auf die Hüttenstelle und erzählt von dem Schrecklichen, das auf Kanten passiert ist. Offensichtlich ist Narumsbacken schockiert über das, was er hört. Das muss das schlimmste Unglück sein, das die Menschen hier im Dorf je erlebt haben, sagt er. Am Nachmittag ist die Asche am Brandort kalt genug geworden, um hineinzugehen. Die Nachbarn finden nach und nach die verbrannten Überreste der 8 Menschen, die dort gelebt haben. Auch jetzt denkt niemand daran, dass die Todesursache etwas anderes als das Feuer war. Am nächsten Tag macht sich Nils Narumsbacken auf den Weg über den Randsfjorden, um seine Schwester auf der anderen Seite zu besuchen. Im Dorf wird erzählt, dass als er von dort ging und die Hügel zum Fjord hinunterging, seine Schwester sagte, es sehe so aus, als ob er, Nils, keinen Kopf mehr hätte. 3 Tage nach dem Brand suchen 2 Männer auf dem Brandgelände nach etwas,
wahrscheinlich der Taschenuhr, die das Hauptbeweismittel im Fall des Diebes Nils Narums Backen sein sollte. Seit dem Brand hat es keinen Neuschnee gegeben. Die beiden entdecken Fuß- und Blutspuren von der Treppe ins Haus und auf einem Feld, das zum Randsfjorden hinunterführt. Es gibt deutliche Fußspuren von zwei Menschen, einer mit ungewöhnlich großen Schuhen und einer, der barfuß war. Die Spuren enden in einer großen Grube im Schnee, einem klaren Abdruck nach einem menschlichen Körper. Um die Grube herum ist der Schnee voller Blutflecken. Sie finden auch Blutflecken an einem Baum und es gibt Spuren, dass jemand versucht hat, Schnee über die schlimmsten Blutflecken zu fegen. An dem Baumstamm befindet sich auch Blut und Spuren von blutigen Händen, die nach einem paar Ästen gegriffen haben. Sie melden es sofort dem Sheriff und dann geht es schnell. Das Wort verbreitet sich von Hof zu Hof, von Hüttenstelle zu Hüttenstelle. Bald weiß das ganze Dorf von der Entdeckung auf Kanten. Und jetzt gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass das Feuer entzündet wurde, um eine schreckliche Tat zu vertuschen. Und nur wenige bezweifeln, wer die Tat begangen hat. Nils Nielsen Narums Backen wird am Nachmittag desselben Tages, dem 26. Januar 1833, verhaftet. Es war der Chef der Landskompanie, der anordnete, dass Nils Narums Backen in Ketten gelegt werden sollte. Der Gerichtsvollzieher Meinig ordnete die Durchsuchung der Hüttenstelle an. Sie fanden zwar nicht das Diebesgut, sondern ein paar Schuhe, die genau zu den Abdrücken um das Brandgelände passten. Und die Schuhe gehörten dem stämmigen Nils Narums Backen. Nils Narums Backen, ein großer und kräftiger Mann, steht am Tor der Brandruine. Er betrachtet die verkohlten Überreste dessen, was einst ein Zuhause war. Mutter Berthe Narums Backen schwor, dass ihr Sohn am Abend des Brandes und in der folgenden Nacht zu Hause war. Der Ehemann hingegen antwortete, ohne mit der Wimper zu zucken, dass er nicht zu Hause gewesen sei und fügte hinzu, dass er gesehen habe, wie er eine Ledergeldbörse mit 6 Talern bei sich trug. Die Leute, die Bewohner von Kanten kannten, waren sich sicher, dass es Lars Rodnes Geldbörse war. Das Geld hatte er ein paar Tage vor der Mordnacht erhalten. Zuerst leugnete Nils Narums Backen jegliche Kenntnis von der Tat, aber ihm fehlte ein glaubwürdiges Alibi. Mit jedem vergehenden Tag bemerkten die Soldaten, die ihn bewachten, eine Veränderung in seinem Verhalten. Die Beweise gegen ihn häuften sich. Die Soldaten registrierten, dass er immer mehr in sich selbst versank und tief unglücklich wirkte. Am 3. Februar legte er die Karten auf den Tisch. Er, und nur er allein, war für das schreckliche Verbrechen in Kanten verantwortlich. Wahrscheinlich verstand er zu diesem Zeitpunkt, dass es nur einen Ausweg aus dieser Sache gab. Narums Backen kam ins Gefängnis. Am 3. Februar 1833 gestand Nils Narums Backen gegenüber dem Premierleutnant Jakob Zegler, dass er für das Verbrechen in Kanten am 23. Januar desselben Jahres verantwortlich war. Es wurde eine sogenannte kombinierte Kommission eingesetzt, die den Fall genauer untersuchen und gleichzeitig ein Urteil fällen sollte. Mutter und Sohn waren im selben Gerichtsverfahren angeklagt. Es handelte sich um ein kombiniertes Kriegsgericht und Zivilgericht, da Nils Soldat war und seine Mutter nicht. Im Gerichtsverfahren erhielt Narums Backen Lob vom Militär, aber der Pfarrer hatte nicht viel Positives zu sagen. Von Jugend an hat er auf verschiedene Weisen ein böses Gemüt gezeigt, das sich sowohl in der Neigung zum Diebstahl als auch im Hang zum Hass und zur Rache gezeigt hat. Unter seinen Mitbürgern ist er als eine übel beleumundete Person bekannt. Im Gerichtssaal war Nils Narums Backen ruhig und antwortete bereitwillig auf alle Fragen. Er gestand die 8 Morde, leugnete jedoch, dass er 2 Abende vor der Tat in Kanten gewesen sei. Er sagte auch, dass er geplant hatte, Lars Rodnes zu töten, aber nicht die anderen 7 im Haus. Er wurde zum Verlust seines Halses und danach zum Verbrennen verurteilt, sowie zur Zahlung einer Entschädigung von 40 Lot Silber oder 20 Talern an die Geschädigten und ebenso viel an die Staatskasse. Nils Narums Backen sitzt bis zum 1. September in der Festung Akershus. An diesem Tag wird er von einer Militäreskorte in seine Heimatstadt transportiert. Die Hinrichtung soll in der Nähe des Ortes stattfinden, an dem die brutalen Morde geschahen.
Ein Schafott wird auf einem kleinen Hügel etwa 100 Meter vom Standort des ehemaligen Hauses entfernt errichtet. Hier soll Narums Backen um 10 Uhr morgens am 7. September seinen Hals verlieren. Bevor er sich in die Kutsche in der Festung Akershus setzt, bittet er einen Soldaten, eine Tüte Kekse zu kaufen. Diese sollen seine Frau und sein einjähriges Kind zu Hause in Narums Backen als Abschiedsgeschenk erhalten. Der alte Scharfrichter Anton Ledel aus Christiania wird die Exekution durchführen. Er hat im Laufe der Jahre vielen Menschen den Kopf abgeschlagen, aber jetzt ist er ein alter Mann, der stark an den Händen zittert. Das war die Geschichte von Nils, dem Mörder. In Docker gibt es ein kleines Waldmuseum, in dem alte Wikingerhäuser mit grünen Grasdächern, alte Schulen und ein ganzes Dorf wieder aufgebaut wurden. Auch das Gefängnis von Nils Narumsbacken ist dort zu finden. Das Museum bietet im Sommer Aufführungen an und man kann sogar eine Führung rund um den Mörder Nils machen, einschließlich der Besichtigung seiner Zelle. Ich selbst hatte diese Führung gemacht, da ich bereits so viel über die Geschichte gehört hatte. Die Zelle war einfach eingerichtet mit einem Bett und einem Tisch. Man betritt ein altes Holzhaus, steigt eine alte Treppe hinauf und gelangt schließlich in die Zelle, die eine dicke Eichentür und Gitter vor dem Fenster hat. Auf dem Holztisch sind tiefe Kratzspuren zu sehen, die von Fingernägeln stammen müssen. Trotz des herrlichen Wetters im idyllischen Waldmuseum war die Stimmung in diesem Haus düster und morbide. Das Gefühl war so unangenehm, dass ich den Wunsch hatte, dieses Haus schnell zu verlassen und ins Tageslicht zu treten. Ich hoffe, euch hat die Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht, gefallen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und sicher bei Mörderische Pfade.